wunderschönen guten Mittag. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bei mir hat sich aktuell die berufliche Situation schon wieder ein wenig verändert. Aber ich sag mal zum Positiven, ich habe wieder mehr Zeit. Und die möchte ich dafür nutzen, wieder mehr Videos zu machen. Und ich dachte, ich fange einfach gleich mal an mit einem Vlog. Es ist Dienstag, ich war gerade in der Uni und dann auf dem Weg zum Parkhaus bzw. zum Fahrstuhl kam ich an so einer kleinen süßen Kindersachenboutique vorbei und habe gesehen, man braucht keinen Corona-Test mehr, um da reinzugehen. Ich hätte sowieso einen gehabt für die Uni, aber trotzdem einfach nur diese Tatsache, dass du einfach, natürlich mit Maske, aber einfach in das Geschäft reinmarschieren kannst, da bin ich sofort rein, weil Karl brauchte nämlich kurze Hosen. Und wenn ich sage brauchte, dann wisst ihr Bescheid, ich habe welche gekauft, jetzt brauche ich nämlich keine mehr. Gucken, ob ich das hier irgendwie aufgestellt kriege. Genau, wir waren ja jetzt im Urlaub, das habt ihr im letzten Video gesehen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, er hat nur voll wenig kurze Hosen. Und wenn dann er Wechselsachen braucht, was im Urlaub am Strand doch des Öfteren mal nötig war und so weiter, da habe ich gedacht, hole ich noch kurze Hosen und die zeige ich euch jetzt. Zum einen, es ist, glaube ich, eine Badehose vom Stoff her. Er kann die aber auch ganz normal anziehen. Ich fand die total süß mit den Bananen. Und dann habe ich noch zwei Sets. Das sind also, das ist das eine Set. Die eine Hose ist einfach nur so schwarz. Das ist auch eher so ein bisschen Jogginghosenstoff. Hat hier vorne so eine Tasche. Und die andere, total süß, hat auch so eine Tasche mit einer Krabbe. Genau, und das andere Set, da gibt es einmal die hier, die ist halt einfach nur gelb und hat auch so eine Tasche. Und die hier mit dem Monster. Und ja, das war's. Was ich jetzt unterwegs, also vom Auto hier hoch, hatte ich einen Zettel im Briefkasten, da habe ich unterwegs bei den Nachbarn noch ein Paket abgeholt. Ich hatte gestern Geburtstag und, das ist umgefallen, meine Oma hat einfach mal ein riesen Paket geschickt. Vielen Dank, Oma. Wie krass ist das bitte? Einfach so ein riesiges Paket Größe L. Hier steht leider nicht drauf, was man für so ein Riesenpaket bezahlt. Ich versuche das mal mit meinem biegsamen Lineal aufzuschneiden. Ich wette, das wird nichts. Nee, holen wir mal eine Schere, dann machen wir gleich noch ein kleines Paket-Unboxing. Okay, hier sind 1000 Sachen drin. Einmal haben wir Lindpralinen, finde ich sehr gut. Sowas in der Art hat mir Karl auch zum Muttertag geschenkt. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Oh geil, meine Oma kauft immer Reiswaffeln mit Schokolade. Ich liebe die. Und Kekse. Ich glaube, Oma weiß, dass wir nicht mehr so viel Süßkram zu Hause haben. Oh, ich könnte mich reinlegen. Und dann alles das gute DM-Bio-Zeug. Oma, du bist ein Schatz. Ich glaube, du wirst dieses Video nicht sehen, aber Oma, du bist ein Schatz. Das sieht auch übelst lecker aus. Ah, das ist derselbe nochmal. Bärengarten. Ich habe erst Gartenbären gelesen. Dachte mir so, was geht ab? Ein Brief. Geburtstagskind. Als wir jetzt Mittagessen, ich glaube, ich esse einfach die ganze Süßigkeit, die Oma mir geschenkt hat. Dann hole ich Karl ab. Wir gehen zur U7A und lassen eine Bescheinigung ausstellen, dass er frei ist von ansteckenden Krankheiten, weil er zeitnah in eine neue Kita geht, weil er frei wird. Und da, wo er jetzt ist, ist ja nur Grippe. Also ja, müssen wir dann noch so eine Kita-Tauglichkeitsbescheinigung ausstellen lassen. Dann mache ich meinen Wocheneinkauf, dann fahre ich wieder her, mal gucken, was dann passiert. Tim ist heute den ganzen Tag unterwegs, keine Ahnung, wann der hier wiederkommt und so. Ja, und ich habe mir noch keinen konkreten Plan gemacht, außer dass ich jetzt was essen muss, weil ich so einen Hunger habe. Ich habe echt nicht viel gefrühstückt. Auf geht's zum Kinderarzt. Nein, erstmal Karl abholen, dann zum Kinderarzt. Und ich habe mich entschieden, dass ich jetzt die Treppe laufe, weil ich trotz alledem, trotz dass wir ganz oben wohnen und ich so oft mit dem Fahrstuhl schon gefahren bin, immer noch Angst habe vor dem Fahrstuhl, weil ich mal mit meiner Oma stecken geblieben bin in dem Kaufhaus und ich ein bisschen Platzangst habe. Und ich nicht eigentlich, wenn ich runtergehe, muss ich doch nicht unnütz das Risiko eingehen, dass ich stecken bleiben könnte. Zumal wir jetzt einen Termin haben. Und
Dazu kommt auch noch, dass es halt einfach noch ein Stück gedauert hat, ehe der Fahrstuhl oben war, als ich gedrückt habe. Und dann ich dann ja noch zusätzlich die Zeit wieder zum Runterfahren brauchte. Also von daher, glaube ich, habe ich jetzt genauso lange zu Fuß gebraucht wie mit dem Fahrstuhl. Ich zeige euch jetzt schnell, was wir eingekauft haben. Ich habe Hühnchen gekauft. Ich packe das auch gleich mal in den Kühlschrank, weil das ist mir jetzt hier nichts bei der Wärme. Joghurt, Fleischsalat, Blaubeeren, noch ein Joghurt und noch ein anderer Joghurt, Salami, Reibekäse, noch ein Joghurt. Dann haben wir ein paar Kirschen. Karl fand die ziemlich cool. Ich habe seit Ewigkeiten keine Kirschen mehr gegessen. Dann haben wir einmal Gnocchi und eine Mango. Dann habe ich für mich unter der Woche, da hatte ich jetzt, als ich es gesehen hatte, übelst Appetit drauf. Und ich glaube, das ist ziemlich praktisch für so Tage wie zum Beispiel heute, wenn wir eigentlich nichts da haben und ich aber Mittag essen muss, dann sowas zu essen. Eine Honigmelone, die hat Karl sich gewünscht. Frischkäse mit Möhre, das fand ich ja übelst gut, das habe ich noch nie gesehen. Teewurst, Kochsahne, Hühnerwurst, eine demolierte Milch und eine nicht demolierte Milch. Dann haben wir zweimal Brötchen, eine Gurke, ein Suppengemüse, Tomaten, dann nochmal hier eine andere von einer anderen Firma. Karl und Tim essen das ziemlich gerne, ich esse sowas gar nicht. Dann ein Weichspüler, kleine Würstchen, ein Knoblauchfrischkäse, Erdbeeren, die haben aber, glaube ich, ein bisschen gelitten. Noch mehr Tomaten, einmal Rasierer und noch mehr Tomaten. Die waren im Angebot und ich mag die kleinen viel lieber als die großen. Dann noch eine Mango, die war nämlich auch im Angebot, 99 Cent, das ist echt gut. Käse, dann einmal Duschgel, Staubtücher, noch sowas. Die waren auch im Angebot. Deswegen habe ich da einfach mal beliebige Auswahl. Können wir in mein Zimmer gehen? Na klar. Backpapier, das hat auch irgendwie ein bisschen gelitten. Noch eine Kochsahne und Zwiebeln. Das war jetzt auch kein kompletter Wocheneinkauf. Ich hatte ja, was habe ich denn bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ziemlich viel Pfand. Deswegen hatte sich das eigentlich durch den Pfand ziemlich gut gerechnet. Genau, ich kümmere mich jetzt gleich um die Wäsche, dann gibt es uns Abendbrot machen und ansonsten ist für heute absolut nichts mehr geplant.